Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fishron fickt unseren Arsch. Ja, hey, was auch sonst. Nee, ja, mittlerweile ist es schon über eine Woche, dass wir generell am Projekt Fishron sitzen. Es ist traurig, es ist sehr, sehr traurig, Leute. Aber nichtsdestotrotz, ich lass mich nicht unterkriegen, ich werde das, und wenn es nochmal 10 Folgen dauert oder sowas, ich will, egal, mittlerweile vom Zeitaufwand her, bringt uns das nicht mehr so viel, wie eigentlich erdacht, dass wir dann mit eventuell einem Flareon oder einem Razorblade Typhoon, was natürlich der beste Loot wäre davon, einfach alles andere wegficken, wäre natürlich dann immer noch so, aber vom Zeitaufwand alleine schon. Habe ich gerade hier Hintergrundwand abgebaut? Allein vom Zeitaufwand her ist es schon wieder nicht mehr richtig so. Also mittlerweile geht es wirklich nur noch darum, dass ich diese Challenge wirklich schaffen möchte. Dass ich wirklich Fishron einfach jetzt besiegen möchte. Koste es, was es wolle. Und ja, wenn ich das dann habe, dann kann ich mich freuen. Aber jetzt, die Sache ist ja, wir werden rüber in den Dschungel. Wir müssen natürlich wieder einen wunderschönen Truffle Worm fangen. Und wir brauchen mittlerweile wieder deutlich mehr neues Chlorophyte. Vielleicht sollte ich. Ich hätte vielleicht mal eine Spelunka mitnehmen können. Mache ich vielleicht nächstes Mal, wenn ich dran denke. Ja, aber wir können halt. Wir haben keine andere Möglichkeit, außer die Chlorophyte Shots. Weil, so schwierig wie der ist, du musst dich wirklich hundertprozentig aufs Ausweichen konzentrieren können. Wenn wir uns dann noch aufs Zielen konzentrieren müssten, ja, RIP. Also komplett RIP. Das wäre, glaube ich, das geht nicht. Na, jetzt hier. Genau, deswegen, ja, die übliche Taktik jetzt. Ja, sagt mal, Leute, jetzt lass mich doch mal in Ruhe hier. Das Problem ist auch, du kannst nicht immer dashen. Das hat halt einen Cooldown. Das ist ein bisschen nervig. Naja, also, wir gehen wieder runter. Ich bin am Überlegen, soll ich vielleicht doch erstmal Plantera versuchen? Ja, Ich weiß es nicht. Wir gehen mal ein bisschen hier links lang, weil wir brauchen ja Chlorophyte. Chlorophyte ist gerade echt wichtig. Wir können ja nebenbei schon mal gucken, wo der Eingang vom Tempel ist. Wobei wir, ganz wichtig, wir dürfen niemals gegen Golem kämpfen jetzt, in nächster Zeit, weil, was wir hier alles machen, dient im großen und ganzen Endeffekt wirklich the overall goal hier dieser gesamten Aktion ist ja immer noch der Sinn des Projektes, die Old Ones Army zu besiegen. Und nach Golem ist halt dann schon die letzte Phase. Wir haben noch nicht einmal die zweite Phase besiegt. Also die mittlere. Und deswegen dürfen wir nicht Golem machen. Weil viele auch mal geschrieben haben, so, ey, mach lieber mit Beetle-Rüstung oder so, statt hier Turtle und dann generell alles so mit Post-Golem-Zeug und so. Ich weiß, dass Fisch schon eigentlich normalerweise Post-Golem ist. Oh, guck mal, hier ist noch eine Barb. Das ist nice, dass hier noch eine ist. Das muss ich mir merken. Das ist ja der Sinn des Ganzen, dass ich ihn vorher besiege, weil das ja erstens eine wirklich krasse Challenge ist und ich mich eigentlich dieser Sache gewachsen fühle. Ich habe halt jetzt schon, ja, so viele Tries verbraucht dafür, aber ich will das wirklich schaffen. Das ist halt so, Problem ist es nicht, aber das ist halt so der Sinn der Sache, ne? Dass ich das wirklich auch schaffen möchte. Auch wenn eigentlich Fishron auf unserer Stufe immer noch viel zu krass für uns wäre. Ist klar. Aber ich will das halt wirklich schaffen. Das ist ja der Sinn der ganzen Aktion hier. So, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ich hätte ja jetzt sonst wieder gecuttet. Aber ich könnte euch eigentlich auch mal wieder komplett mitnehmen, oder? Hier beim Rumlatschen. Wo ist denn jetzt noch Chlorophyte? Da ist ein bisschen was, aber das ist viel zu wenig, das lohnt sich nicht.
Ja, hier, das sind alles so kleine Adern, die können gern noch ein bisschen mehr wachsen. Aber ist jetzt nicht die Welt. Was ist denn da drüben? Warum ist da rot? Da hört der Dschungel auf. Auf der Seite hört der Dschungel auf. Das ist halt so das Problem bei so einer kleinen Welt. So unendlich viel Platz wie bei einer großen hat man da nicht. Das ist schade. Jetzt lass mich doch vorbei dashen. So. Au. Ja, jetzt sterbe ich hier an den kleinen Mistviechern schon wieder. Yep. Ach man, das kann doch nicht wahr sein. Leute, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und sehen uns in der Arena wieder, wenn ich alles vorbereitet habe. So Leute, das Übliche. Ich sag einfach gar nichts mehr dazu. Ihr habt's alles schon tausendmal gehört, ne? Also, wir kämpfen ein weiteres Mal. Yay! Und so weiter und so fort. Und ich bin jetzt wieder ruhig, weil ich mich konzentriere, bla bla, egal. Ich habe die Tränke vergessen, ich Idiot. Wow! 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 Wow, Quantum, der kann's mal wieder, ey. Das ist, ja. Ich bin schlau. Tralalalala. Trollololololol. Das kann doch alles nicht wahr sein. Nee, die Sache ist, ich weiß halt nicht, also ich will ihn halt jetzt mittlerweile echt gerne besiegen, unbedingt. Klar, es wäre mittlerweile deutlich, deutlich besser, einfach auf, auf Pantera zu gehen und so. Ich hoffe halt wirklich, ihr nehmt mir das nicht übel, ne? Es hat jetzt auch keiner noch irgendwie da was zu gesagt oder so. Ich meine, okay, die letzte Folge ist noch nicht draußen, zum Zeitpunkt meiner jetzigen Aufnahme hier. Aber, Mann. Ich hoffe halt echt, dass das nicht zu doof wird. Naja, aber wie gesagt, ja, ich kann mich nur wiederholen. Es ist halt, naja, so 8 Minuten dauert der Kampf eh nicht. Das heißt, es reicht alles. Und wir müssen ihn nur noch schnell holen. Jetzt liegen hier auch schon genügend Herzen wieder. Das ist ganz gut. So, wir nehmen B und konzentrieren uns. Ey! Okay. Ja, noch nehme ich mir die Herzen nicht, noch lohnt sich's nicht. Falls sich wer wundert. Ich will die wirklich sinnvoll eingesetzt wissen. So, jetzt zum Beispiel. So, nicht in den... Aber nur 16 Schaden haben wir durch den Sharknado bekommen. Das ist komisch. Manchmal machen sie deutlich mehr. Scheiße, jetzt habe ich sinnlos Herzen verbraucht, weil ich nicht aufgepasst habe. Okay, jetzt... Ja, kann ich sie wieder gebrauchen. Bin wieder voll. Jetzt kommt die da wieder. Könnt ihr wieder weggehen, Sharknados? Ich habe richtig spekuliert. Oh mein Gott. Oh, ich bin perfekt rein durchgegangen. Okay, jetzt haben wir wieder 90 Schaden. Nochmal 80, nochmal 76. Oh mein Gott. Ja, wir nehmen die Heiltränke. Also einen Heiltrank. Wir sollten nicht stehen bleiben. Das war doof. Da habe ich einmal Schaden gedodged. Aber das Dumme ist, ich könnte einfach im Kreis fliegen, ja? Hier unten immer den Speed mit der Bahn von der Bahn mitnehmen. Und den Safe ausweichen. Aber das geht nicht. Das ist das Problem, weil immer die Sharknados da sind. Ohne die Sharknados sind wirklich unser einziges Problem. Also, wären die nicht da, wäre so einiges einfacher. Ja, jetzt habe ich wieder verkackt des Todes. Ja, jetzt habe ich wieder einen Debuff kurz gehabt, dass ich einfach in eine andere Richtung gegangen bin. Oder ich weiß nicht, ob es ein Debuff ist oder einfach, ob da irgendwas falsch war. Irgendein Bug oder was weiß ich. Egal. Da drüben werden wieder Sharknados sein, glaube ich. Nee, jetzt kommen sie erst wieder. Okay. Was? Der will den hier spawnen? Alter, nein, 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 nein.
Da hat er mich umkreist mit seinen Blubberblasen-Wix-Drecks-Ding. Und das, das steht da nicht mal richtig. Ja, da hat er mich halt umkreist und da konnte ich nicht weg. Da kannst du auch nicht dashen. Da ist einfach Schluss. Wenn du gefangen bist einmal, wenn dich dieser Sharknado-Kreisel, ne, da schießt er diese Kreisel, die dann zu den Sharknados werden. Wenn die dich verfolgen und nicht auf dem Boden auftreffen, wenn die dich verfolgen, bist du eigentlich schon mal komplett gearscht. Weil dann spawnen die an dir dran. So, wenn er dann jetzt gleichzeitig, wie jetzt gerade, nochmal die Blasen macht und im Kreis um dich drumherum fliegst, da hast du keine Chance mehr. Und selbst mit vollem Leben, da hast du, da ist vorbei. Das ist halt das Problem. So, mal eben einen Schluck getrunken und jetzt, ja, es ist echt schade, es ist echt heftig schade, was soll man dazu sagen? Leute, wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt, ich werde meine restlichen Schüsse für Plantera verwenden. Ja, wir bauen jetzt einfach ein paar Campfires. Ja, okay, zwei Stück, mehr kann man nicht machen. Gut, wir müssen neue Fackeln bauen. Verteilen mal ein paar Campfires im Dschungel rum. Hard Lanterns. Geht, glaube ich, nicht, ne? Wir haben alle verbraucht. Wir könnten jetzt halt hier welche mitnehmen, aber ganz ehrlich, im Dschungel die aufhängen, ob das irgendwas bringt? Ich glaube nicht. Beim besten Willen. Ich werde jetzt einmal wirklich Plantera ohne eine Arena versuchen nochmal. Zwar mit Tränken und Campfires und halt mit den Buff-Dingern hier, aber ohne irgendwas mit einer Arena. Um zu gucken, einfach mal wieder. Wir haben drei Barbs, wo, ja, die ich weiß, wo ich weiß, wo sie stehen, ja. Das heißt, da probiere ich jetzt einfach mal aus. Und wenn ich sehe, okay, es ist vielleicht ganz knapp oder sowas, oder wir schaffen es vielleicht sogar, das wäre natürlich dann richtig geil. Dann hätten wir wenigstens mal etwas. So, und, ja, wenn nicht, dann weiß ich halt so, ja, okay, dann kann ich mich auch wieder Fischron widmen, weißt du, weil ich halt den jetzt schon mehr geübt habe quasi. Naja, Dschungel ist immer noch so eine andere Sache, ist nochmal ein anderes Kaliber, weil hier halt die ganzen anderen Monster noch mit rumfleuchen und kräuchen und wichsen, was das Zeug hält. Ja, genau. Ich will natürlich wieder hier kämpfen, aber ich muss ja erstmal 200 Schaden kriegen, alles klar. Ich stell erstmal hier kurz auf. Ja, na. So, kurz auf. Bau wieder ab. Setz die Ammo Reservation Box. Und so ein scheiß Stachel macht mir nur einen Schaden. Alles klar. Ja, du wirst mal kurz getötet eben. Ja. Genau. Spawn ich die beiden. Setz hier wieder so ein Dingel hin. Ja, guck, dass ich nochmal full regenerate. Und dann, ja, ich muss hier runtergehen. Da unten ist die eine Barb. Ich werde hier den Platz schon mal ein bisschen freiräumen, dass ich ein bisschen besser hier durchlaufen kann dann. In dem Moment. Ja. Es wird jetzt wirklich ein schneller Versuch mal eben. Plantera, vielleicht wird's was, vielleicht nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass es was wird. Aber wenn's was wird, dann wäre es natürlich schön. So, Leute. Jetzt müssen wir regenerieren. That's the problem. That is a really big problem. Vor allem, wenn wir uns hier noch mehr treffen lassen. Deswegen, wir nehmen mal einen kleinen Heiltrank schon mal im Voraus. Ja, wir packen mal das Regeneration. Oh, ich dachte schon, jetzt meine kleinen Augen wären was. Das Regeneration Band drauf. Tüdelütüdelütü. Und gucken, ja, da kann man jetzt halt nichts machen, da muss man regenerieren und dieses Ding da baue ich mal zu. Dass von dort keine sinnlosen Gegner einfach mal hierher kommen. Lol. Pocket Mirror. Was war das denn nochmal? Pocket Mirror. Ach, es war ein Immunitäts-Item, okay. Ich dachte jetzt, es wäre irgendein neuer Mirror. Ah, nee, das ist klar. Dann ist das alles klar. So. Ja, hey. Regenerieren tut man am besten, wenn man einfach auf einer Stelle hockt und sich nicht bewegt.
Augen kriegt ihr ein bisschen was gegen den hin. Ne, okay, da ist da unten eh gefangen. Das ist natürlich gut. So. Ich regeneriere scheiße langsam. Ich sollte die Campfire platzieren, richtig. Da war ja mal was. Ja, die muss ich so oder so gerade mal platzieren. Heißt, ich muss doch nochmal mich bewegen. So, setzen wir nochmal eins hier so irgendwie hin. Wenn ich denn könnte, so. Ach, alles nervig hier. So, und was weiß ich hier nochmal irgendwo, wenn denn Platz wäre. Okay, es ist kein Platz. Och, immer hier diese Gewächse, ey. Das kann doch alles nicht wahr sein. So, da und hier oben nochmal. Hier geht doch bestimmt, oder? Oder? Es fehlt natürlich dieser eine kleine schräge Block. Was auch sonst. Yay! So. Okay. Das müsste aber reichen, so genau. Ach ja, richtig. Ich habe ja gerade das Regeneration-Band drin. Ja, da war ja was. Jetzt wollte ich dashen. Naja. Naja. Gut, gut, Leute. Wir müssen regenerieren. Es hilft nichts. Naja. Naja, naja, naja. Können wir nichts machen. Müssen wir warten. Also mit Low Health fange ich ganz sicher nicht an. Also, es wäre reiner Selbstmord. So, jetzt könnten wir aber. Ja. Guck mal, ja, jetzt ist die Regenerationsrate auch relativ hoch. Ja, jetzt mal voll. So, Leute. Ja, 6 Minuten, so lange dauert so ein Kampf eh wieder nicht. Wir nehmen die Tränke, rufen sie und sind gespannt. Wir machen schon mal da oben die kleine Fuzzelinchen hier weg. So, die erste Phase ist ja noch relativ einfach in dem Sinne. Na, kommst du? Im Sinne von Ausweichen eigentlich, wenn man einen Platz zum Ausweichen hat. Man muss halt ihren hässlichen Geschossen hier ausweichen. Aber ich sehe gerade, die machen gar nicht mal so viel Schaden. Na, komm her. Ja, wir werden natürlich hier viel mehr Schuss... Okay, wir dürfen... Merke, wir dürfen halt nicht an ihre Tentakel rankommen oder was auch immer. An ihre Greifarme. So, gerade ist das hier eine recht gute Taktik, wenn man schnell genug ist. So, jetzt habe ich zum Beispiel verkackt. So, aber ich wollte gerade sagen, wir zwingen sie, ihre Arme nicht zu wechseln, aber scheint wohl doch so. Okay, jetzt macht sie hier diese Stachelbälle. Ganz, ganz viel davon. Oh Gott. Ich werde einen Heiltrank nehmen. So. Von denen darf man sich nicht treffen lassen. So, wir haben sie fast auf der zweiten Stufe jetzt. Und jetzt werden wir wieder sterben. Gehe ich stark davon aus. Und zwar so stark. Guck mal. Das macht Damage über Damage über Damage. Ich versuche zu dashen, um ein bisschen Schaden auszuweichen. Aber da machst du halt nichts. So viele von diesen kleinen Mini-Dingern, ne? Ist halt... Da machst du nix. Also, um Plantera so wirklich zu besiegen, bräuchten wir ein Areal von 2 Bildschirmen groß, was wir unten im Dschungel, weil wir dürfen ja nicht an die Oberfläche mit ihr, ausheben müssten. Und, ja, da ist halt, ne? Also die erste Stufe easy, wir kriegen sie bis zur Hälfte einfach mal down. Aber danach, naja, du kannst halt diesen ganzen wichskleinen Dingern nicht ausweichen. Ist halt nicht drin. Ist halt überhaupt nicht drin. Die sind halt überall. Also wirklich überall. Oh Mann, es ist alles so traurig, Leute. Und das Problem ist, ja, ganz ehrlich, ich versuche lieber nochmal Fischron. Bei Fischron habe ich mehr Chancen auf überhaupt irgendwas, als wie bei Plantera jetzt hier gerade. Also, wenn die in der zweiten Stufe ist, die erste Stufe, wie gesagt, kriegen wir easy hin. Aber die zweite Stufe umso unmöglicher. Also, da ist halt so Truffleworm, da ist halt nichts drin. Och, da hat's einmal Klatsch gemacht und das war der Truffleworm, weil er dann genau in dem Moment verschwunden ist. Ich hasse euch, kleine, miese Wichsmonster hier. Ja, das kann doch alles nicht wahr sein. Ja, aber wir haben halt gerade nur Plantera oder Fischron zur Auswahl. Das heißt, wir machen weiter Fischron.
Und hoffen, dass wir halt eine gute Waffe von ihm bekommen, mit der wir Plantera easy darum kriegen und richtig krass kaputt metzeln. Und ja, wenn es dann ein fucking Tempest-Stuff oder Bubble Gun wird, ja, dann bin ich halt gefickt, ne? Ich meine, ja, eine andere Möglichkeit wäre auch nochmal die Old Ones Army jetzt nochmal auszuprobieren, aber ich glaube ja nicht dran, dass das irgendwie besser wird. Und Shuffle Bomb wieder angezeigt. Wo ist er denn? Das kleine Mistvieh. Sind auch immer so klein, dass du nichts siehst. Okay, jetzt sind wir getötet worden. Egal. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt hier schon, glaube ich, wieder einiges überzogen. Das war's mit dieser Folge. Ich bin echt ratlos. Wir müssten eigentlich wirklich Duke Fishron down kriegen. Was anderes ist nicht drin. Aber wie? Was kann ich? Ich kann eigentlich nichts mehr verbessern, oder? Ja, klar, ich könnte 500 Herzen noch voll farmen. Aber mehr ist auch gerade nicht drin. Wir haben einfach... Naja, egal. Leute, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, wenn nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, Leute.